oder? Sehr wir cool. Rocken heute die Hütte. Sehr schön. Mein Gast heute weiß ganz genau, wie es ist, brutal zu scheitern. Er ist mit seiner Unternehmung richtig schön baden gegangen und es war so schlimm, dass er keine Lust mehr hatte, sich die Haare zu waschen, aufzustehen oder sonst irgendwas. Aber irgendwann hat er sich am Schlawittchen gepackt und da rausgezogen. Wie kam das zu diesem Umstand, dass du keine Lust mehr hattest, dir die Haare zu waschen oder Zähne zu putzen? Na, Zähne putzen, das ging schon noch. Aber irgendwann ja, war ich so tief gesunken in dieser Zeit des Scheiterns und der Niederlage, dass ich einfach ja, keine Lust mehr hatte, keine Kraft mehr und also depressiv schon, kann man sagen, wobei ich das jetzt nicht diagnostizieren lassen habe beim Arzt oder so, sondern ich habe das ja selber dann irgendwann festgestellt, dass es so dann auch nicht weitergehen kann. Aber als du praktisch privat, als das schon stockte, wie ist es dann weitergegangen, dass du merktest, boah, hier läuft was nicht? Hast du dich da bewusst mit auseinandergesetzt? Also, ich glaube, es geht bergab. Oder hast du das verdrängt? Also in der Zeit habe ich das nicht verdrängt, weil ich dann eine Entscheidung getroffen habe, damals eben als Geschäftsführer rauszugehen aus dieser Unternehmung. Und das war der größte Fehler, den ich machen konnte. Denn ich bin zwar weiterhin aber Geschäftsführer gewesen oder beziehungsweise ich hatte quasi meine Anteile behalten und war dann vollhafter nach wie vor noch. Und das ist leider nicht so, dass man immer denkt, man haftet nur mit dem Betriebskapital, sondern eben auch mit dem Privatvermögen. Und ich habe dann eben eine neue Ausbildung begonnen und bin aus dieser Unternehmung raus, habe eine neue Firma gegründet. Und dadurch war sozusagen mein altes Baby, die Agentur, allein gelassen. Und das haben dann die anderen versucht. Und das hat leider nur 2 Jahre funktioniert. Und dann haben wir irgendwann die Nachricht bekommen, dass die Agentur, das war im April, sozusagen im November dann pleite ist. Das war, weil ihr eigentlich auf einen großen Kunden gesetzt hatte und der hat sich aber leider nicht für euer Konzept entschieden. Das war nachher das Ende sozusagen, dass wir gewartet haben. Also wir haben nochmal alles in die Waagschale gelegt und haben darauf gehofft, ja, und dachten, okay, wenn das jetzt kommen würde, dann wäre alles gerettet. Aber das hat am Ende dann nicht geklappt und das war dann auch die Entscheidung ganz zum Schluss. Also gab es noch ein paar Themen dazwischen, aber dann am Schluss dann zu sagen, okay, jetzt müssen wir leider nach 18 Jahren dann in die Insolvenz gehen. Was hast du da an dem Abend gedacht? Also als der Kunde dann nicht angerufen hat, das war, oder dann angerufen hat und hat gesagt, also da gibt es ja so eine Szene auch, die ich immer wieder auch erzähle. Das war dann so, lieber Herr Arnett, wir müssen Ihnen mitteilen, der Vorstand hat sich gegen Sie entschieden und damit wusste ich, dass wir den Auftrag nicht bekommen. Und das war für mich eigentlich auch klar, dass es dann nicht weiterging. Und das war kurz vor Weihnachten und ich konnte das dem Team nicht sagen, ich habe mich nicht getraut und bin dann auch quasi in dieser Bademanteldepression, so nenne ich ja diese Phase, dann auch ja, einfach zu Hause geblieben, habe mich nicht mehr rausgetraut. Und erst nach den Feiertagen, das dann meinem Team damals, was ja schon sehr geschrumpft war, eben auch dann erzählt und gesagt. Und das war dann schon ziemlich hart. Und wenn man das als Unternehmer erlebt, wenn man jahrelang sehr erfolgreich war und dann tatsächlich von heute auf morgen, dass dann alles weg ist. Also klar, ich muss zugeben, ich habe auf großem Fuß gelebt. Das Erste, was weg war, war das dicke Auto. Das hat die Leasinggesellschaft abgeholt. Da sind die rigoros. Damit konnte ich aber noch leben. Aber meinem Team dann eben auch zu sagen, dass es nicht weitergeht, das war eigentlich so das Schwierigste. Für mich war das gar nicht so, weil ich hatte noch ein paar Reserven und so weiter. Das war nachher dann natürlich auch alles schwierig, weil das alles sozusagen, wie wir in Hessen sagen, den Bach runterläuft, ja, und eben nicht mehr da war. Ganz ehrlich, wie hast du dich gefühlt? Was waren das für Ängste, was waren das für Befürchtungen, die dann aufkamen? Also zu der Zeit, muss ich sagen, war das noch nicht so, weil da ging es darum ja im Prinzip um Organisation. Man muss sagen, also so Scheitern passiert schlagartig, aber dann dauert das ein Stück, bis sowas sich wirklich auflöst im Prinzip. Und dann die ganzen Themen, die auf einen dazu kamen. Also ich hatte ja immer Erfolg in meinem Leben, es ging immer aufwärts. Wir hatten jahrelang immer nur Gewinnzuwächse und so weiter. Wir haben da nie dran gedacht und das muss ich sagen, das habe ich dann in meinem Leben erlebt, dass sowas sehr schnell und sehr schlagartig gehen kann. Und das war noch gar nicht mal so, das war so viel, dass ich das nicht verarbeiten konnte. Die schlimmste Zeit war wirklich danach, als das dann alles abgewickelt war. Ja, gut, erst funktioniert man, das ist wie bei einer Beerdigung, ne? Erstmal trauert richtig, man gar nicht, ja, weil man erstmal funktioniert, alles abwickelt. Genau. Also und dieses, was ist dann? Diese Scheiterkurve, die passt in meine Geschichte super. Ja, das ist genau das Richtige, dass man einfach dann erstmal sozusagen die Akzeptanz nicht hat und dann in so eine Trutzburg geht und auch alles verneint. Das
Das war bei mir auch so. Ich wollte das nicht wahrhaben und wurde dann natürlich immer wieder vor die Tatsachen dann gestellt, als ich dann auch mein Haus aufgeben musste und eine kleine Wohnung und eben, wie gesagt, kleines Auto und so. Und vor allen Dingen, das Schlimmste, das war im Prinzip, dass sich meine ganzen Freunde abgewendet haben. Also die ganze, meine Familie konnte damit auch nicht so richtig umgehen. Die wussten nicht, wie sie mir da helfen sollten, waren auch mit sich beschäftigt und so weiter. Mein Sohn war damals ja, so 16, 17 Jahre alt und das war für den natürlich auch schwierig. Der hatte seine Themen, also es war alles im Umbruch. Und das Schlimmste war dann an dem Tag eigentlich, als ich dieses Foto, was im Buch halt auch drin ist, gemacht habe mit dieser Bademanteldepression, wo ich gesagt habe, oh, so geht es nicht weiter. Also das war einfach so eine Phase, wo ich dann gesagt habe, jetzt muss was anderes kommen, weil da war ich am Tiefpunkt und habe gesagt, okay, ich kann ja was und jetzt muss es weitergehen. Du erzählst das jetzt alles sehr klinisch und jetzt mal eben, ich erzähle mal meine Geschichte. Ich will von dir wirklich wissen, wie ging es dir? Was hat in dir stattgefunden? Was waren das für Gefühle? Was ist das, dass man sich halb aufgibt? Wie geht man damit um, mit diesen Situationen? Du hattest ja auch dieses Doppelleben. Auf der einen Seite nach Hartz-IV-Fragen, auf der anderen Seite immer noch den schicken Faden anziehen, den Anzug. Was sind das für Situationen und wie geht man damit dann um? Naja, das Schlimmste ist vielleicht so als Unternehmer natürlich immer diese Themen, die man mit der Bank hat. Ja, dass man ja da immer Freund war und das war so ein bisschen auch, die haben mich überfüttert, das muss man auch dazu sagen. Also wenn man Geld hat und wenn alles gut läuft, dann kommen die Banken und sagen, gar kein Problem. Ist heute vielleicht ein bisschen anders, aber damals war das eben so auch, dass die waren natürlich sofort umgedreht. Ja, die haben gemerkt, okay, da kommt nichts mehr, also müssen wir es irgendwie anders hinkriegen. Und das war ein total schlimmes Gefühl und dann natürlich auch, ich habe so ein paar andere Geschichten, also wenn man dann zum Beispiel auch kein Telefon mehr hat, kein Handy, ja, und Handy ist ja sehr wichtig irgendwie, also man muss erreichbar bleiben, auch in so einer Zeit. Und da habe ich so eine Situation erlebt, ganz kurz, ich wollte einen neuen Vertrag unterschreiben und heute kann man das prüfen, wirklich innerhalb von Sekunden, da ist ein Score hinterlegt auf der Kreditkarte oder auf der Girokarte und diese junge Dame hinter der Theke, die hat mir dann unmissverständlich klar gesagt, also, dass ich nicht kreditfähig wäre und ich wäre ja pleite. Das wäre nicht so das Problem gewesen, aber hinter mir standen 30 andere und die haben das mitgekriegt und das war schon ziemlich beschämend. Ja. Was macht das mit einem, wenn der beste Kumpel auf einmal ankommt? Oh, du schaffst ja, bist ja immer, du bist doch so ein Macher, du machst das schon. Ja, der beste Kumpel, der hat sich abgewendet. Mit dem habe ich nie wieder sozusagen ein Wort gesprochen. Das hat sich dadurch dann auch erledigt, weil dann habe ich halt festgestellt, dass da vieles auch an materiellen Dingen hing und auch dann die Beziehung auch, die da zum Beispiel auch dran hing, das muss ich auch dazu sagen, was ich im Nachhinein dann gemerkt habe, was nicht immer so auf alles aufgebaut war, was ich mir so vorgestellt habe. Und dann gibt es sehr wenige Menschen, die dann im Umkreis sind, die einem dann da weiterhelfen und auch wirklich, die man dann auch braucht. Das ist ganz wichtig. Und dann, das ist vielleicht so auch dieses, man sagt ja schön, das Scham des Scheiterns. Also ich wünsche das keinem Mensch. Ja? Also wenn man nicht scheitern, also man lernt viel, aber trotzdem wünsche ich es erstmal nicht. Aber die Leute, die dann, oder die Menschen, die dann da stehen, die sind sehr wenig. Und das war für mich so eine große Erkenntnis. Auch die mir vielleicht sonst nicht so zugegen waren, die dann geholfen haben. Das waren dann wirklich tragfähige Beziehungen. Was macht das mit einem, wenn man merkt, der beste Kumpel wendet sich komplett ab und ich spreche kein Wort mehr mit dem? Das ist traurig erstmal natürlich. Also überhaupt nicht nur der Beste, sondern viele andere Freunde, die man irgendwie gedacht hat, okay, die helfen einem dann oder so. Man muss natürlich auch sagen, es gab schon einige, die dann eben auch geholfen haben. Die haben das auch wiederum gestützt und haben mir dabei dann waren wirklich behilflich, auch weiterzukommen in so einer Zeit. Weil dieses Aufgeben, das ist das Schlimmste eigentlich. Also das war ja so, dass man auch gesagt hat, okay, jetzt bin ich so tief und dieses Gefühl, was man da einfach hat, man muss sich das vorstellen, also das ist wirklich wie so eine Krankheit im Prinzip, also wo man einfach nicht genau weiß, was kann ich dagegen machen und ist dann ein bisschen hilflos auch in dieser Zeit, weil man nicht mehr aufsteht und auch keiner da ist, der einem hilft. Also diese, ich nenne das ja Co-Piloten, die braucht man. Ja, also wenn man die nicht hat, ich glaube, ganz alleine aus so einem Scheitertal rauszukommen, das geht nicht. Und das ist dann wichtig, dass man genau prüft, gibt es diese Menschen? Würdest du sagen, man sollte vielleicht selber auch gucken, was für Beziehungen man aufbaut, dieser beste Freund? Vielleicht hast du auch mit dem eine Beziehung aufgebaut, die eben nur auf dicke Hose und Rennwagen und sowas aufgebaut war und nicht direkt richtig hingeguckt?
Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ja, das ist ja sowieso klar. Und ich habe das natürlich haarklein auch analysiert und so weiter. Heute sehe ich diese Dinge anders und ich versuche die Dinge auch mehr, also Freundschaften, tragfähige Beziehungen, also weniger und dann auch wirklich zu sagen, gut, wer ist denn wirklich mein Freund? Also das zu überprüfen und zu gucken und zu sehen, dass das Leute sind oder Menschen sind, die einen auch tatsächlich weiterhelfen in so einer Situation. Also das habe ich schon gelernt. Hm. Ja. Wie ist das mit der Schuldfrage? Wer hat Schuld an allem? Hm. Naja, Schuld hat man immer selbst. Also ich glaube, die sucht man natürlich woanders. Die habe ich auch gesucht und ich habe immer gefragt, warum passiert mir das? Das war so eigentlich eine Frage, die mich ständig bewegt hat. Aber die Schuldfrage, die klärt sich halt dann in dem Moment, wo man irgendwann dann die Kraft hat, das auch mal aufzuarbeiten. Und das habe ich ja gemacht. Also irgendwann danach war ja klar, entweder ich scheitere daran, auch noch an dem Scheitern und gehe dann da zugrunde und mache auch nichts mehr daraus aus dem, was ich kann, oder ich arbeite das eben auf. Und das kann ich nur jedem empfehlen, also wirklich hinzugehen und zu sagen, wo war der Ursprung, wo ging es los, ja, und das dann aufzuarbeiten und zu gucken, dann auch natürlich zu seinen eigenen Ressourcen zu kommen. Ist Scheitern auch so ein bisschen, dass man das nicht wahrhaben will und erstmal so Vogel-Strauß-Taktik macht, Kopf in Sand? Ja, klar. Also am Anfang oder ganz viele Dinge, die man versucht zu verdrängen, wobei das wird einem in so einer Phase, also wer schon mal in so einer wirtschaftlichen Situation des Scheiterns auch war, da hat man keine Chance, da kommt man nicht raus. Auch nicht mit den besten Anwälten oder sonst irgendwie. Die raten einem dann natürlich viele Sachen auch. Und für mich war es ja immer das Wichtige, das muss man dazu sagen, ich bin nie in die Privatinsolvenz gegangen, weil ich wollte unbedingt das alleine schaffen. Und wenn man dann auch wirklich strategisch vorgeht, dann klappt das auch. Also man kann das schaffen. Was zerplatzt noch, außer die eigenen Träume? Naja, was ganz schlimm war, alles Materialistische und so weiter, das kann man ersetzen oder man merkt dann auch gar nicht, dass das gar nicht so wichtig ist und dass die Dinge ja auch von Zeit sind oder so. Aber was wirklich, das waren diese Beziehungen, ja, die da wirklich gestorben waren dann dadurch oder halt auch sich einfach weg waren. So dieses Umfeld der Wertschätzung der eigenen oder Selbstbewusstsein auch und so weiter und diese ganzen Sachen, dass man ja sich fragt, okay, warum passiert mir das, was bist du wert, was kannst du und solche Sachen, also das war unheimlich schwierig, damit umzugehen. Was war da so schwierig dran? Naja, wenn man die ganze Zeit erfolgreich war und auf den Bühnen stand und Preise entgegengenommen hat, Riesenkampagnen für große Marken entwickelt hat und auch überall, ich meine, diese ganze Scheinwelt der Werbung halt auch, das muss man dazu sagen, also ähnlich wie im Fernsehen, ja. Da ist auch nicht immer alles Gold, was glänzt, ja, hinter den Kulissen. Und das ist da genauso. Das ist ein Geschäft, wo viel Geld verdient wird. Und wenn dann eben da einer nicht mehr parat steht und keine Ideen mehr hat, oder nicht mehr das richtig so bringt, wie die das wollen, dann ist man ganz schnell weg. Und das hat am meisten wehgetan, dass man einfach nicht mehr gefragt war oder dass man einfach mit dem, was man kann, in dieser Zeit konnte ich ja schon ein bisschen mehr, weil ich ja meinen neuen Job schon gemacht habe, was mir viel geholfen hat, aber was natürlich auch viel zu langsam ging und wo ich immer die Angst hatte. Also es gab so Situationen, in meiner Praxis, in der ich heute arbeite, in meinem Büro, wo ich am Ende des Monats tatsächlich gewartet habe, bis der nächste Kunde kommt, dass ich 50 Euro noch hatte für den Rest der Miete. Und das ist dann schon hart. Ja, glaubt man jetzt vielleicht gar nicht so, aber es war so. Was hält einen noch über Wasser in so einer Situation, wenn man wirklich denkt, man ist der letzte Loser? Also dann, das kann ich auch nur jedem empfehlen, und das war bei mir auch so, eben einfach der Co-Pilot. Beziehungsweise bei mir die Co-Pilotin, ja, also die dann auch zu dem Zeitpunkt kam und dann wirklich tatsächlich mich, auch ohne die hätte ich das nie geschafft. Und die kam in dieser Situation und hat dann gesagt, okay, erinnere dich an deine Ressourcen, an dein Können, an das, was du kannst und was du auch neu dazugelernt hast und setz das ein. Und das war dann auch das Selbstbewusstsein, was dann wieder zurückkam, wo ich gesagt habe, okay, ja, das muss ich machen, unbedingt. Ja. Wobei im ersten Moment könnte ich mir vorstellen, dass man denkt, ja, lass sie mal reden, was für Ressourcen. Ja, das gut, in meinem Fall war das jetzt nicht so. Hast du vorhin gesagt, war, als sie kam, erst das war, nein, aber sie hat das gesagt, ja, und das war auch gut so. Also man braucht auch jemanden, der sehr streng ist und der ganz klar sagt, okay, also
ich spreche ja da auch immer von meinen Tipps eben, da gibt es halt auch eine Sache, wo man einfach sagt, ohne Plan geht das auch nicht. Also man braucht dann wirklich einen Plan, weil alleine irgendwie so rumwursteln und mal gucken und auch Hoffnung und so weiter, die ist dann tatsächlich nicht gegeben. Also man braucht jemanden, der einen antreibt und sagt, so, läuft jetzt ran und raus aus dem Bademantel und wieder in die Welt und seh zu, dass du 8 Stunden am Tag irgendwie deinen Job machst. Scheitern hat auch oft was mit Fehlern machen zu tun. Das ist ja eigentlich in unserer Kultur verpönt. Warum ist das so, deiner Meinung nach? Also das fängt bei uns schon in der Schule an, ja, würde ich sagen. Und dadurch, dass wir ein Schulsystem haben, was nach wie vor nach Noten bewertet wird und eben nicht nach Talent. Und dann können wir ja oft nur dran scheitern, also dass wir irgendwas lernen müssen, was einfach nicht reingeht in den Kopf, aber dafür wir andere Talente haben. Bei mir war das so, also ich war schon immer kreativ in meinem Leben. Das hat man aber nicht gefördert erstmal. Ja, also ich musste ganz normale Schule machen und das war nicht immer so doll. Also ich glaube, da liegt das schon begraben drin. Dann haben wir Deutschen nach meiner Meinung, also ich habe das natürlich auch ein bisschen betrachtet, jetzt nicht erforscht, aber einfach auch für meine Analysen immer wieder betrachtet. Und wir sprechen zum Beispiel ja immer von Fehler. Wir können ja auch von Lernkultur sprechen und nicht von Fehlerkultur. Ja. Und das stimmt, ich arbeite ja heute wieder mit Unternehmen, das muss ich noch dazu sagen. Ich hatte das letzte Mal so einen Fall, werde natürlich oft dann gebucht eben auch und sagt, okay, Sie kennen sich ja aus und so weiter. Und das war dann so ein Unternehmer, der dann zu mir gesagt hat, ja, wir haben in unserem Unternehmen eine große Fehlerkultur, aber wir machen eine Produktion mit 0 Fehlern. Ja. Wow! Also, und dann habe ich gesagt, okay, das ist ja schon ein Trugschluss in sich, das kann ja gar nicht gehen. Ja, und ich glaube, das ist das Problem, wenn man sagt natürlich so in Amerika und so weiter, da muss man erstmal einen Job verhauen haben, damit man den nächsten machen kann und so, das kann ich nicht ganz beurteilen, das weiß ich nicht, ob das so ist. Aber ich glaube, wir haben da ein Riesenproblem damit, weil wir auch diese Scham dann immer mit uns rumtragen. Unser Insolvenzgesetz und diese ganzen Dinge, die damit eine Rolle spielen, wir sind sehr stark auf den Erfolg geprägt. Das ist ja das, was immer läuft. Ja. Ja, das aber ist toll. Erfolg nicht erstrebenswert? Ja, klar. Erfolg ist was Cooles, was Tolles, was Schönes. Ja, weil wenn ich irgendwas mache, und dann möchte ich Erfolg damit haben. Ja, aber ich muss vielleicht auch manchmal erstmal richtig auf die Schnauze gefallen sein, um dann eben auch zu wissen, was Erfolg wirklich bedeutet. Ja, das glaube ich schon auch. Also wir lernen ja nur aus Fehlern. Ja, schon als kleines Kind, ich greife auf die Herdplatte und dann weiß ich, okay, ist das heiß, theoretisch mache ich das nicht wieder. Fahrradfahren, alles, ja, oder laufen. Also ich kann mich kaum noch daran erinnern, aber ich weiß, mein Sohn hat so lange probiert, bis er irgendwann am Tisch stand und so ein bisschen halt laufen konnte. Das machen die Kinder ja, Gott sei Dank. Wenn man so richtig auf die Nase gefallen ist, dann wertet man sich auch selbst viel ab. Welche Mechanismen hast du benutzt, um dein Selbstbewusstsein wiederzubekommen? Klar, du hattest die Co-Pilotin, aber was hast du selber gemacht? Denn ohne, dass du selbst was tust, würde es nicht wiederkommen. Also ich kann nur jedem empfehlen, und das habe ich auch gemacht, dann irgendwann tatsächlich aus diesem Bademantel auszusteigen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt wieder nach vorne. Und ich glaube, das sage ich auch immer wieder in meinen Beratungen oder in meinen Vorträgen oder so, auch im Buch, dass wir unheimliche Ressourcen in uns haben. Und jeder kann ja etwas. Und jeder hat ja auch was schon vorher geleistet. Oder halt auch wenn, es ist ja nicht nur das Materielle, sondern auch wenn Beziehungen scheitern oder sonst irgendwas. Dadurch ist man ja kein schlechter Mensch per se oder irgendwie, sondern man hat ja immer Ressourcen. Und ich glaube, man muss mehr an sich glauben. Das muss man entwickeln. Ja, und da findet jeder so, sage ich mal, sein Mantra. Ja, und seine. Okay, Felix, jetzt mal Butter bei die Fische. Ja, ich ziehe meinen Bademantel aus und dann Phrase. Ist ja alles ganz schön. Was konkret kann man machen, wenn man seinen Bademantel an den Haken gehangen hat? Also ich glaube, dass man tatsächlich sich in den Spiegel gucken muss und eben sagen muss, da steht eine tolle Frau oder ein toller Kerl und der kann was. Ja, und also sich dann, wirklich richtig im Badezimmer, ja, vor den Spiegel? Klar. Oder vor einem anderen Spiegel, das muss nicht nur morgens sein oder so. Es gibt ja auch Rituale, wobei da jeder, ich bin niemand, der sagt, es muss demagogisch so und so gehen oder ich habe meinen Plan, den kann jeder umsetzen, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, eben diese Ressourcen wieder rauszuholen. Ich habe ja einen Vortrag, der heißt wie ein Koffer ohne Griff, Scheitern nicht vorgesehen. Und dieser Koffer, der wird ganz am Ende sozusagen aufgemacht. Und in diesem Koffer, der ist symbolisch, das ist ein ukrainisches Sprichwort. Und da sage ich zu den Menschen dann ganz zum Schluss, weil die immer gucken, was ist das für ein Koffer, und der hat tatsächlich keinen Griff. Und dieser Koffer, der ist schäbig zu tragen, der ist schlecht zu tragen, der ist unhandlich und so weiter. Aber der ist symbolisch. Wenn wir da reinschauen in diesen Koffer, und den haben wir alle irgendwo, jeder hat den, im Keller, im Speicher oder sonst irgendwo. Und da sind die Ressourcen drin. Und wenn wir eben uns
darauf konzentrieren, dass wir das wieder rausholen, was wir können, das schafft dann eben auch Selbstbewusstsein und eben auch, das geht peu à peu, Stück für Stück, das ist nicht sofort da. Und dann hat man es in der glitzernden Handtasche. Aber mal ganz ehrlich, aber du hattest auch gesagt, deine Co-Pilotin hat gesagt, steh auf, mach was, 8 Stunden am Tag, mach was für deinen Job. Ja. Was machst du dann? Du setzt dich vor den PC und dann was? Oder was hast du wirklich konkret gemacht? Naja, ich habe ja danach dann eben eine Coaching-Ausbildung gemacht, eine familientherapeutische Ausbildung, habe dann eben eine Praxis in Wiesbaden eröffnet und bin dann da wieder hingegangen, wo ich herkam, nur andersrum, dass ich dann eben Topmanager beraten habe und habe mich da vorgestellt, war ein mühsames Klinkenputzen und so weiter und war eine schwierige Zeit, aber das ging dann irgendwann und ich habe dann gemerkt, dass die Menschen einfach das interessant finden. Da ist jemand, der kommt aus einer Welt, die ja so vergleichbar ist, weil jeder hat eben auch diese Themen, jeder bringt das mit. Und die fanden das dann interessant. Und so ging das dann Stück für Stück eben wieder nach vorne. Und manchmal habe ich auch mehr gearbeitet als 8 Stunden. Ja, da waren das eben 10 oder 12. Hilft das zu wissen, weiter runter geht ja nicht? Weil ist egal, ob jetzt jemand anbeißt oder nicht, weil ich habe eh nur noch 50 Cent fürs Essen über und... Wenn der kommt, ist gut, wenn nicht, bleibt es halt so, wie es ist? Nein, da muss man sich schon anstrengen. Also es ist nicht so, dass das jetzt einfach so irgendwie funktioniert, wie das oft ja manchmal versprochen wird, auch in der Branche. Das stimmt nicht, sondern man muss sich da schon sehr, sehr bemühen und eben auch mit einem Plan arbeiten. Also ich kann nur jedem empfehlen, also ich nenne das Scheitermap, dann eben auch so einen Plan eben zu machen, wo will ich sein, was muss ich noch machen, was gibt es für Hindernisse, was muss noch aufgearbeitet werden und sich danach dann auch ziemlich klar dran zu halten. Das heißt wirklich von, da möchte ich mal irgendwann hin in einem Jahr, da möchte ich stehen, da möchte ich sein und dann die Zwischenschritte definieren. Richtig, genau. Also beim Co-Pilot, das ist ja so ein bisschen meine Metapher, die ich immer nehme, weil ich sage ja so, man darf nie das Steuerknüppel aus der Hand geben. Also das muss man immer selber halten. Aber der Co-Pilot ist ja auch jemand, dein der, Leben. Ja, klar, der eben korrigiert und der eingreifen kann und der da ist und auch sagt, guck mal, wir haben einen Plan gemacht und da stehen wir jetzt im Moment und da ist unser Ziel und da wollen wir hin. Und diesen Weg zu gehen. Und man hat natürlich in so einer Phase, wo man keine Kraft mehr hat oder wo es nicht so läuft, ja, wo die letzten 50 Euro dann fehlen oder auch Cent oder ja, dass man dann einfach sagt, okay, da ist einer, der einen immer wieder antickt und sagt, so weiter und nochmal und geh noch eine Runde und du schaffst das, das wird schon klappen. Wie wichtig ist das Mindset? Weil das ist ja, du hast schon so ein bisschen vom Selbstbewusstsein gesprochen, alle sagen immer, oh, das Mindset, wenn das stimmt, dann startest du durch. Was ist deine Erfahrung? Ja, das gut Mindset hin oder her, da gibt es ja immer ganz verschiedene Ansätze und so weiter. Ich habe mich viel beschäftigt damit in dieser Zeit, auch mit den ganzen Helfern, die da sein könnten. Ich muss sagen, letztendlich bin ich immer wieder zurückgekommen, dass die Ressource, das kann ich nur noch mal wiederholen, in mir liegt. Also es hilft dir keiner da draußen. Ja, wenn du irgendwann mal platt bist, dann geht es nur, wenn du das selber für dich einfach begriffen hast und vorangehst. Ja. Und ein Mindset ist natürlich, ich nenne das auch so, das positive Denken. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, was ist das? Aber das positive Denken ist tatsächlich zu sagen, okay, da gibt es etwas, ich schaffe das, ich muss eben mich auch von den negativen Gedanken lösen. Das fällt nicht immer leicht und mir schon gar nicht. Bin aber eher jemand, der sagt, okay, schwierig und geht vielleicht nicht. Ja, das gebe ich schon zu. Aber trotzdem, ich habe dann immer auch so einen Antrieb entwickelt. Und natürlich die Stufe, die dann auch kam, um dann zu sagen, jetzt habe ich ein Stück Erfolg, jetzt geht es wieder ein Stück weiter, das auch zu feiern. Du hast gesagt, es haben sich viele deiner Freunde abgewandt. Mhm. Manche haben gesagt, schaffst du schon. Es gab aber auch welche, die da mit Mitleid um die Ecke kommen. Oh, du armer Tropf, hilft beides nicht wirklich. Was hättest du dir von Freunden oder Verwandten, Familie gewünscht? Also mit meiner Familie war das, hatte ich ja schon gesagt, die hatten so ihre eigenen Themen und Probleme und so weiter. Da ist es bis heute nicht so, dass sich wirklich jemand dafür ehrlich gesagt so interessiert hat. Die sind aber nicht schlecht und die haben auch einfach ihre Dinge gehabt und so weiter. Aber da war wenig Rückhalt. Und die Menschen, das hatte ich vorhin ja schon gesagt, die so kamen, die am schlimmsten waren, waren die immer, die dann sagen, ja, so schlimm ist es ja gar nicht und du bist ein Stehaufmännchen und das klappt schon und so weiter. Die schlimmsten aber überhaupt waren die, die heute da sind und dann kommen und sagen, dann auf die Schulter klopfen und dann sagen, ach Felix, weißt du was, ich habe gewusst, du schaffst das. Ja, ich habe das immer gewusst. Und vielleicht denkst du dann, wo warst denn du, du Sack?
So ungefähr, ja. Also die denken ja auch noch mal teilweise, ja, ich habe dir ja auch geholfen, ich habe dich ja mal angerufen oder sonst irgendwie. Ich denke dir mal meinen Teil davon. Ja, und also was hättest du dir wirklich gewünscht? Wie sollten Menschen reagieren, wenn sie merken, oh, da ist jemand, der kommt gerade nicht Also weit. Mitleid ist, glaube ich, in allen Bereichen immer das schlechteste Gefühl. Also es ist wirklich so dieses Tatkräftige. Ich glaube, man ist immer sehr konfus in so einer Situation, egal was es ist. Ob das jetzt materialistisch ist oder ob das Dinge sind, die in der Beziehung, im Gefühl sind oder so, das ist die Unterstützung. Also wenn ich Unterstützung geben kann, ehrlich, offen. Ich hatte natürlich auch Unterstützer, die gesagt haben, ja, ich helfe dir. Ja, im Moment bist du ja nicht so gut aufgestellt finanziell und so weiter, aber ich weiß, ich glaube an dich. Und wenn du irgendwann mal wieder um die Ecke kommst, dann mache ich die Hand auf. Ja, und dann möchte ich gerne, dass du mir das zurückzahlst und so weiter. Vor denen würde ich mich auch hüten. Also wenn das nicht wirklich aus freien Stücken kommt und man eben so das Gefühl hat, da ist immer irgendwie ein Geschmäckle dran oder so, dann würde ich das lassen. Scheitern als Chance, würdest du das so sagen? Ja. Also in meinem Fall schon. Ich fühle mich heute, also ich mache heute einen Job, der, wenn ich das damals schon gewusst hätte, hätte ich es gleich gemacht. Ich bin total glücklich. Ja, ich bin auch natürlich in der Beziehung und in dem, was dann passiert ist. Das war für mich ein großes Glück. Ja, und ohne das Scheitern hätte ich das so nicht erlebt. Ja, es ist eine absolut anstrengende Zeit gewesen, aber ich muss schon sagen, auch einfach mit dem, was ich jetzt erlebt habe, ich bin ja auch kein Schriftsteller oder so, sondern ich bin ja dann zum Autor geworden. Ich habe mich damit beschäftigt und so ein eigenes Buch zu schreiben oder dann auch in deine tolle Sendung einzuladen, das wäre nie anders gekommen. Ja, und das ist schon toll. Also das macht dann, das ist eine Chance. Vielen Dank, Felix Maria Arnett. Bis hierhin! Ja. Wenn es euch bis hierher gefallen hat, dann abonniert uns auf Facebook und auf YouTube, damit ihr immer informiert seid. Und wir hören jetzt Musik. Wir haben eingeladen Marco Stern und sein erstes Lied heißt Never Let Me Down. Bitteschön! Never let me down. When times are getting rough. Never let me down. Words are not enough. Never let me down. When there's nothing left to say. And never let me down. If we go our separate ways. Waiting for the sunshine. And try to figure out. Jump before next exit. And time to turn around. And never let me down. Never let me down. When times are getting rough. Never let me down. If words are not enough. And never let me down. When there's nothing left to say. Never let me down. We go our separate ways. If there is no redemption for things that we have done, and if there's no tomorrow, you feel the black hole sun, and the best is yet to come. Never let me down. When times are getting rough. Never let me down. If words are not enough. Never let me down. When there's nothing left to say. Never let me down. We go our separate ways. Never let me down, never let me down. When times are getting rough. And never let me down. If words are not enough. You never let me down. When there's nothing left to say.
and never let me down. If we go our separate ways. Never let me down. Das hättest du den Freunden auch am liebsten zugerufen, genau. Wahrscheinlich, ne? Oder? Mhm. Ja. So, Felix, jetzt geht's ans Eingemachte. Hier sind 150 Karten. Okay. Mit 150 Werten, also Wörtern, die im deutschen Sprachgebrauch als Werte gelten. Und du darfst jetzt mal eine ziehen. Müsste mal hier direkt aus der Mitte raus. Okay, Wettbewerb. Wettbewerb. Was hat denn dieser Wert mit dir zu tun, Felix? Ja, Wettbewerb, das ist das, was damals dazu geführt hat, dass es nicht weiterging, weil wir damals im sogenannten Pitch waren mit anderen Unternehmungen, anderen Agenturen und wir haben das nicht gewonnen und damit haben wir den Wettbewerb verloren und dann ging das eigentlich damit alles los, wobei man sagen muss, da waren natürlich vorher schon ein paar Dinge, die nicht mehr so gut waren. Wettbewerb finde ich gut. Ach, tatsächlich. Ist ja. Nicht schlecht besetzt? Nö. Nein, nein, ich denke, wir brauchen das, weil danach wird ja auch etwas bewertet. Und es ist immer eine Herausforderung, einen Wettbewerb auch zu gewinnen, ja, und nicht zu verlieren, nicht dran zu scheitern. Deswegen ist es gut. Also ich finde, als Wert, finde ich, das lohnt sich, ja. Okay. Zweiter Wert. Ich gehe mal ganz her. Dann gleich die erste. Mhm. Mal gucken, was die für dich hält. Ha. Tradition. Und? Ach, Tradition, glaube ich, kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen, aber wie gesagt, es ist wichtig, ja, Traditionen auch zu erhalten, Traditionen zu pflegen. Das glaube ich schon, dass das eine ganz entscheidende Sache ist, die wir Menschen bei uns behalten. Ja? Traditionen sind wertvoll. Kann es auch sein, dass man vielleicht sagt, nicht traditionell ein Unternehmen führen, sondern über die Grenzen hinwegdenken? Hat das dann doch vielleicht was mit dir zu tun? Das hat immer Risiko. Also ja, natürlich. Also von der Seite aus, ja, in dem Sinne, das ist eine gute Anregung. Jetzt, heute führe ich mein Unternehmen auch nicht unbedingt traditionell oder immer so. Es ist sehr kreativ auch. Ja. Und das hat auch Chancen. Sie? Dann nehme ich nochmal hier voll rein. Okay. Ah, gut. Bitteschön. Disziplin! Ja, die lässt manchmal ein bisschen zu wünschen übrig. Dann wünschte ich mir nicht die Situation, also dieses Gefühl, aber den Bademantel zurück, ja, weil so ein bisschen Faulenzen und so weiter, auch wenn die Zeit wirklich doof war. Aber das wünsche ich mir schon manchmal, dass nicht immer alles so diszipliniert ist und dass man immer irgendwie pünktlich sein muss, immer alles abliefern muss und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein wichtiger Wert. Auch ohne Disziplin schaffen wir keine Ordnung oder keine, ja, es ist ein Thema. Gehört Disziplin auch zum Erfolg? Gute Frage. Ich weiß es nicht schon. Seinen Plan machen, strategisch vorgehen? Dann gehört es dazu. Dann gehört es dazu. Okay. Ja. Könntest du also auch was mit anfangen? Definitiv, ja. Warum ist das mit dem Scheitern so, dass man nicht gerne drüber spricht? Das ist irgendwie so ein Tabuthema. Ne? Was ist denn da? Was hemmt denn ein, zu sagen, ja, Leute, bin halt am Boden? Also mein bestes Beispiel dafür ist, ich habe ja eben schon gesagt, ich bin ja kein geborener Schriftsteller, sondern eben Autor und ich habe noch nie ein Buch geschrieben vorher. Ich habe aber damals, und das war so, das kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn du in so einer Situation bist, dann eben einfach die Sachen aufzuschreiben. Ich glaube, das gehört auch dazu, zu diesem Mindset zum Beispiel, auch zu sagen, was ist gut gewesen, was ist schlecht gewesen. Das habe ich ganz früh gemacht, habe daraus dann als erstes einen Vortrag gemacht und mit diesem Thema dann irgendwann ein Buch, Manuskript gehabt und bin damit zu einem Verlag gegangen, zu einem sehr renommierten Verlag in Frankfurt am Main und das habe ich dann abgegeben und da muss man dann 20 Probeseiten schreiben und dann hat die Programmleitung irgendwann angerufen und hat gesagt, Mensch, Herr Arnett, ein schöner Schreibstil und so, wir würden gerne mit Ihnen etwas machen, wir würden gerne ein Buch verlegen. Aber der Text ist so düster und so weiter und in diesem ganzen Text und so, da geht es ja nur um das Thema Scheitern. Da sage ich, ja, das ist doch aber meine Geschichte. Und dann sagte die Programmleiterin, ach, schreiben Sie doch lieber ein Buch über Erfolg, das verkauft sich besser.
Also scheitern will keiner hören. Scheitern. Wollen die auch nicht hingucken, die Leute, weil sie Angst vor haben? Also interessanterweise ist es so, ich gehe ja damit auch auf verschiedenen Bühnen mit meinem Vortrag und so weiter. Und ich muss immer sagen, genauso wie heute, das ist eben, die Leute kommen schon, die interessiert das. Das ist ein Thema, was uns allen passiert und wir können es nicht verhindern. Ja, und es gehört dazu, wir lernen daraus ganz viel. Das wissen wir auch grundsätzlich. Und dadurch ist es sicherlich ein Thema, was jeder Mensch eben auch schon mal erlebt hat und auch sich damit beschäftigt und auch vielleicht ein bisschen guckt. Das ist auch so ein bisschen der, wie hat der das gemacht oder was ist dem passiert und so. Also so ein bisschen dieses als Voyeur eben mal zu schauen, über diesen Zaun mal zu gucken, diese Geschichten zu hören, dieses Storytelling, was dahinter ist. Aber ich glaube grundsätzlich, dass das in unserer ganzen Erziehung liegt, also dass das Scheitern nicht hochgehängt wird und gesagt wird, wir lernen daraus was, wir machen daraus eine Lernkultur, eben keine Fehlerkultur oder Scheiterkultur, sondern Lernkultur und es ist was Normales und wir heben diese Leute eben auch ein bisschen rauf und sagen, okay, wir können nur daraus, also ich kann da was von lernen. Warum hast du darüber nicht gerne gesprochen? Du hast ein Doppelleben richtig gehend geführt. Ja, das war ja am Anfang. Jetzt heute bin ich ja, ich bin ja derjenige, der brutal gescheitert. Ja, den ganzen Tag nicht mehr. Aber wenn man mich fragt, ja, dann erzähle ich darüber gerne und schreibe darüber gerne. Aber es ist jetzt auch gut so. Also ich muss dazu sagen, ich würde jetzt kein weiteres Thema mehr aufreißen in der Richtung. Ich bin ja jetzt auch wieder erfolgreich, Gott sei Dank und so. Und das läuft ja auch gut. Warum hast du nicht gerne darüber gesprochen? In dieser Phase, weil es eben mich, also ich habe mich geschämt. Ja, ich habe mich einfach wahnsinnig geschämt. Früher immer, ja, du hast es beschrieben, dicke Auto und sonst irgendwas und alles nicht leisten können und so weiter. Und dann auch in so einer kleinen Stadt, wo mich viele Leute kannten und in Clubs und sonstigen Sachen, in Vereinen und so, wo man da unterwegs war. Dann eben, also gerade in unserer Branche auch, wenn dann da einer kam, ach, der Gescheiterte und so weiter. Und das war einfach ein ganz unangenehmes Gefühl. Und deswegen habe ich nicht gerne darüber gesprochen und versucht, diese Scheinwelt aufrechtzuerhalten. Das hat natürlich nicht lange funktioniert. Du hast gesagt, dein Unternehmen ist mittlerweile nicht traditionell, sondern eher kreativ. Mhm. Wie hat dich dein Scheitern persönlich verändert? Also zum einen habe ich heute eine ganz andere Verbindung zur Wirtschaftlichkeit, weil sich das zwangsläufig einfach ergibt. Also es ist nach wie vor so, das ist in Deutschland so. Wir haben ja immer ganz viele Einträge und da gibt es eine Schufa, die dann auch sagt, okay, der ist erstmal nicht mehr kreditwürdig und das trägt man 7 Jahre mit sich rum. Und das ist bei mir natürlich auch so gewesen. Das ist jetzt schon eine längere Zeit vorbei. Aber das ist halt so, ich habe da viel gelernt, einfach mit Geld auch anders umzugehen. Das muss man definitiv sagen. Ja, und wenn die Banken heute einfach auch kein Darlehen mehr geben oder sonst irgendwie, dann muss man mit dem rumkommen, was man eben verdient. Also das ist ja auskommen. Eher der unternehmerische Anteil, genau, der sich richtig verändert hat, ja, nach dem Scheitern und persönlich? Persönlich ist so, dass ich natürlich ganz klar gucke, wie sind die tragfähigen Beziehungen, die sich eben zu suchen und zu gucken, hält das aus? Also wäre das nochmal möglich, wenn heute sowas passieren würde, ist da jemand, der zu mir hält, der mir auch wirklich was bringt? Das prüfe ich schon ziemlich genau. Werde da von der Co-Pilotin auch immer wieder eingenordet, ja, und gesagt, guck dir das genau an, ist das eine gute Beziehung? Da bin ich immer noch ein bisschen nachlässig, weil ich lasse mich natürlich auch oft so von den ganzen Großen immer noch dann verblenden. Also von der Seite, das habe ich gelernt, das, und auch ein bisschen achtsamer zu werden. Also mit dem, was man wirklich an Erfolg und was man erreicht hat, dann hinzugehen und zu sagen, fällt mir schwer, gebe ich zu. Aber es ist doch wieder so, dass ich für mich, wenn ich ganz für mich alleine bin und das nicht teilen muss oder so, dass ich dann immer wieder zurückkomme und dann auch stolz bin auf das, was man erreicht hat. Mhm. Ja, also ist ja auch ein Punkt, den ich schreibe im Buch, man muss am Ende dann auch feiern, ja, und sagen, okay, du hast es geschafft und du musst dich jetzt auch belohnen. Das ist schon wichtig. Mhm. Braucht es auch Mut, seinen neuen Weg zu gehen? Ja, klar. Wie kriegt man den? Indem man einen guten Plan hat und eben dann sagt, okay, man glaubt an sich, man hat die Ressourcen entdeckt, macht den Koffer auf und lässt den nicht irgendwo stehen, sondern sagt, okay, ich habe ganz viel Können, ich weiß ganz viel, ich kann vielleicht anderen Menschen helfen, ich kann eben meine Arbeitskraft, meine Fürsorge und Können eben woanders anbringen und dann, glaube ich, dann funktioniert das auch. Ja. Deine drei goldenen Glitzer-Tipps für ein Rauskommen aus dem Scheitern? Also erstmal das Erste, was ich immer sagen kann, das ist erstmal, dass man es akzeptieren muss. Also wir Menschen tun uns einfach unheimlich schwer, so eine Niederlage zu akzeptieren, fragen dann immer nach der Schuld, also zu sagen, wer war ist schuld, wen kann ich dafür andingen und wer ist da, also einfach, wer kann das sein?
Das heißt, das würde ich jedem empfehlen, zu sagen, okay, es nutzt nichts, ja, was vorbei ist, ist vorbei, Akzeptanz und sagen, jetzt geht's nach vorne. Das Dritte würde ich schon sagen, ist eben ohne Unterstützung wird es, das Zweite ist ohne Unterstützung klappt es eben nicht. Man muss eben jemand haben, der einen da mitzieht und mitgeht. Das ist ganz wichtig. Und so das Dritte ist tatsächlich das Glauben an sich, also dieses Entwickeln, mal in sich zu gehen und zu gucken, wo sind die Ressourcen, was habe ich für Möglichkeiten und die auch dann eben nach vorne zu holen, also mutig zu sein und zu sagen, ich gehe jetzt den Weg. Vielen Dank. Felix Maria Arnett. Dankeschön. Und wir hören jetzt nochmal Musik von Marco Stern, 38 Baby. Bitteschön. Vielen Dank. Die zweite Nummer, die ich euch mitgebracht habe, ist eine Mitmachnummer. Das heißt, damit uns allen ein bisschen warm wird, brauche ich euch ein bisschen dazu. Ne? Ist ein kleiner Rhythm and Blues. Dabei gehen die Hände ein bisschen mit. Seid ihr soweit? Okay. Nothing lasts forever. Do you know life can change sometimes? Do you know a bad food brings the cancer? Do you know nothing tears you down? But if the devil will come, I'm ready. And if the devil will shoot him down, and I prepare my 38 baby for the day when he comes to town, and for the day when he comes to town. And the ladies sing. Ooh, kann ich euch mal hören? Ooh, oh yeah. Do you see? Well, media will tell ya. Do you read the signs of love and hate? Don't believe rumor on the corner. Devil's eyes always look on you, don't sleep. But if the devil will come, I'm ready. And if the devil will come, I shoot him down. And I prepare my 38, baby, for the day when he comes to town, and for the day when he comes to town. Ihr wisst, was jetzt kommt, Ladies, come on. Noch einmal. Und die Ladies ein bisschen lauter. Und es geht eine Stufe noch. But if the devil will come, I'm ready. And if the devil will come, I shoot him down. And I prepare my 38, baby, and for the day when he comes to town, and for the day when he comes to town. Marco Stern! Woo! Dankeschön! Hervorragend! Ach, war das wieder herrlich heute, oder? Bisschen mitgesungen, bisschen geklatscht, bisschen was über Scheitern gehört. Und das war ein so grandioser Abend, weil ihr heute alle hier wart. Dankeschön! Und natürlich einen riesen Applaus an Felix Maria Arnett. Und ich freue mich, wenn es das nächste Mal wieder heißt. Wunderbar.